Hier beobachten wir die Phänomene Resonanz, erzwungene Schwingung und gekoppelte Pendel zusammen. Diese beiden Massen schwingen als Fadenpendel. Die Aufhängung ist nicht so, dass sie stabil ist, sondern sie schwingt mit, sie bewegt sich mit. Und wir sehen, dass die Bewegung, die ursprünglich in einem dieser Fadenpendel steckte, etwas übertragen wird auf das andere Fadenpendel. Das hängt allerdings von der Fadenlänge ab, also von der Frequenz. Jetzt sind die beiden Fadenlängen ungefähr gleich, das heißt, die Schwingungsfrequenz beider Massen ist auch gleich. Und wir sehen, dass die Übertragung von einem Fadenpendel in das andere geschieht. Diese Übertragung ist so stark, dass jetzt die ursprünglich bewegte Masse in Ruhe ist. Hier im Vergleich, wie diese Energieübertragung aussieht, wenn die Fadenlängen gleich oder unterschiedlich sind. Wir beschreiben das Ganze in den Kapiteln 5 und 6 der Vorlesung Einführung in die Mechanik, Schwingungen und Wellen.